Conquer. Ja, Conquer. Command and... ich bringe das jetzt jede Folge Command and Conquer. Ja, vor allem, weil ich es ja in der letzten Folge noch gar nicht erzählt habe. Du hast bloß nicht zugehört. Das sind die... Ladebildschirme? Das sind Ladebildschirme, ja. Naja, sicher? Ja. Also das ist halt die Backwards-Compatibility, die halt einfach nicht so ganz toll ist. Oh Gott, wir spielen sie auf der 360. Ich habe gerade einen Rayman Origins Flashback an diese Schatztruhen-Level. Hang on a second. This is really no good at all. Okay. I need a weapon. Im Original hatte er halt die Pfanne als Waffe gehabt. Also da gab es da alles genauso und er hat halt die Pfanne genommen. Das war halt der Witz. Jetzt auch. A frying pan. Ich weiß nicht mehr, du sollst vielleicht zuhören, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ah, genau, doch mit dem Trigger genommen. Auf B ja. Ready machen und doch mit dem Trigger. Oh, yes, great. I thought the designer said this was just a straight port. What a hack. Now, which one was? Ja, weil ich schätze, meine Gegner sind im Original nicht aufgetaucht. Das weiß ich nicht, weil ich hab's nicht gespielt. Bam, bam, bam. Das ist voll, oh krass. Splatter, super, super toll. Wie du siehst, haben die auch noch solche, also die haben keine Stacheln, sondern die haben nur so Stöcker, damit die nicht wehgetan wird. Ist ja noch ein Tutorial alles. So. Das sieht halt wirklich teilweise identisch aus zu Cameo, was ja das erste Next-Gen-Spiel war vom Rare. Von Rare, was auch super war, was ich super unterschätzt finde. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, bei Cameo, also ich fand's ganz cool. Ich fand halt bloß irgendwie nicht alle diese Formen, die du annehmen konntest, waren irgendwie gleich unterhaltsam oder gleich gut gemacht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ein bisschen schade. Aber es war aber nichtsdestotrotz ein gutes Spiel und das haben halt viele nicht so wirklich verstanden. Ist richtig. Ich finde übrigens Spiele, in denen so gut wie alles Augen hat, wie sagen wir mal zum Beispiel Schlüssel, immer so ein bisschen creepy. Irgendwie du befingerst den und dann steckst du nach rein und was denkt er sich dabei so? Ich bin jetzt wieder zurückgegangen einfach nur. Oder? Das ist ja richtig, weil du hast jetzt deine Waffe. Achso, die Waffe für das Gargoyle-Ding. Du hast jetzt eine Bratpfanne, also bitte, da ist ein 20 Meter Gargoyle. A frying pan. You stupid little t- Aber warum zensieren die denn? Wasn't he meant to fall off here? Im Original ist er runtergefallen. Weren't you meant to fall off here? Yes. But the designer thought it wise to change the grading level a bit. To fool the audience into thinking that the rest of the game would also be different. Super! Grandios! I'm afraid you'll have to try. Ich find's halt toll, dass so ein im Verhältnis altes Spiel mehr mit den Konventionen spielt als heutzutage Spiele, die schon ganz viel mehr Konventionen hinter sich haben. Und dann? Und das ist der Unterschied, also diesen Baseballschläger hattest du mal, du hast im Original ganz halt die Frying Pan und da hast du halt den Baseballschläger als Waffe. Hey, Mr. Designer. No more surprises, please. Super. Ach, höflich. Ja, das ist nett, ne? Das ist hatte ich auch nicht so in Erinnerung, dass er so freundlich ist. Kontextsensitiv. Plunger. I think I know what's gonna happen now. Der Erst-Pull-Button. So, und bis dahin habe ich es halt auch nochmal zum Testen gespielt. Falls es jetzt abstürzt, dann kann ich nicht so viel. Okay. Aber jetzt kann ich auch nicht mehr wirklich dran erinnern, was dann passiert. Oh, die Ohren. Süß. Süß. Es ist wirklich sehr, sehr knuffig. So. Und da ist das Spiel abgestürzt. Ja, war schön. Nee, diese Stocker sind natürlich im Original nicht so dabei. Ich glaube, es gibt sogar einen Ladescreen dafür, bin ich mir nicht ganz sicher. Hat das was mit dem Port zu tun, oder? Genau, ist halt die Backwards-Compatibility. So. Das ist der Nazi-Doktor ohne Beine. Oh ja. Nazi-Wiesel-Doktor. Na, sowas hör ich ja gerne. Sind das Wiesel? Schätze ich mal. Ist da auch mit Z statt. Ja. Sis! Sis Kopie! Sis ist unbelievable. Da heißt bestimmt auch Doktor, wie in Metal Gear Rising. Da dachte ich immer, die Tür geht vor dem zu. Das sah so aus. Dann kann ich mich noch erinnern. Du warst ein leicht zu beeindruckendes Kind, oder? Oh. Professor, welcome. I have a job for you. Beeindruckende Köpfchen. Sieht ein bisschen aus wie. Ne. Das ist ja die große. The table. Ach. The table. So, I have spelled it again. Das ist so. Gut.
Ich glaube, es ist der gleiche Synchronsprecher wie Kronkopf, hört gerade auf. I think I see the problem. Klingt auf jeden Fall sehr ähnlich. Durchaus möglich, ja. Das ist mir auch nie aufgefallen, weil ich es halt früher immer nur mit deutschen Untertiteln gespielt habe. I'll be as quick as I can, sir. Because we know what happened last time. Was genau ist er für eine Raubkatze? Das ist ein Bär. Eine berühmte Bärkatze. Eine sogenannte Bärenkatze. Ja, alles klar. Yes. Wait, no. And I don't want you to get the duct tape out again. Goodbye. Er hat gar keine Arme oder Beine mehr, fällt mir gerade auf. Er hat Prothesen statt Arme. Oh, come down here. I'll show him what the duct tape is. I'll show him what the stuff is. Man versteht es kaum. All I do all day is trying to solve his problems out of... Anyway, what were we? What were we? Oh, what should we do with this? Clean slate. Yeah, clean slate. I have to grab the chocolate. It's kind of working. That's voodoo. Das ist mit der Lebensenergie. Und somit ist die Lebensenergie erklärt, warum die eben in der Welt rumschwebt. Erklärt nennst du das, ja? Du hast eine interessante Definition von Erklärung. Ja, aber ich finde es halt super, dass die Entwickler so das machen, so eine Alibi-Erklärung geben. Ja, ja, ja. Anti-Gravity Chocolate, why not? Und damit ein C drauf. Das war creepy. Die Musik. Happy. Ich tanze gerade, das sieht wirklich jetzt nicht so auf euch. Keine Sorge, ich schneide eine Montage von rein, wie ihr tanzt. Das ist eine sehr traurige Bienenkönigin. Bienen gegen Lesben geht's. Hat sie verschmiert Mascara unter ihren Augen? Was will ich? What do you want me to do about it? Please get it back for us. Otherwise, I don't know what we're going to do. Okay, calm down. I'll go and get it for you. Now, where is it? Oh, just follow the signs. Ich weiß gar nicht, warum Conker so einen Archeruf hat. Er ist bislang höflich, hilfsbereit. Ne? Echt nettes Eichhörnchen. Ist halt nicht das Spiel, nicht der Charakter, der den Archeruf hat, sondern das Spiel. Nee, wirklich. Er muss übrigens, glaube ich, in die andere Richtung. Da ist ja Wie in Dark Souls hier. Da ist das Sign. Das Sign? Mhm. Bei Bienen, Wespen. Aha. Und da war schon ein Zweiter Weltkrieg-Bunker. Jetzt macht die auch Schaden. Das ist halt so überbrutal, wenn da plötzlich das Blut da kommt. So muss es sein. Das ist wirklich merkwürdig, hier plötzlich so einen Bunker zu haben. Ach, voll süß. Oh mein Gott, oh Gott. Erinnert mich ein bisschen an Eversion. Kennt irgendwer Eversion? Eversion? Das ist ein Indie-Plattformer, wo du die Welt hin und her schalten kannst. Nee, das kenne ich nicht. Du kannst die Welt durch verschiedene Stufen schalten und mit jeder Stufe wird die Welt irgendwie, also fängt an so knuddelwutzig mit Blumen, die Augen haben und ganz niedlich und so weiter und so fort. Mhm. Und je weiter du die Welt sozusagen runterschaltest, desto grauenvoller und albtraumhafter wird sie. Interessant an. Damit du eine Kombo machen kannst, mit dem Ding musst du rechtzeitig schlagen, musst du bam, schlagen, bam, schlagen, bam, schlagen. Achso. Oh, Rhythmuskampfsysteme, da ist Tom ja ein großer Freund von. Tom ist allgemein ein Freund von Videospielen, glaube ich. Ja, yeah. Ich finde toll, dass sie hier Zigarre rauchen. Wie echte Wespen. Lauf! Aber wohin? Zurück, du musst das auch zurückbringen. Kann ich mich irgendwie wehren? Nee, du musst laufen. Aber geradeaus. Ja, oh Gott. Das ging grad nicht. Das ist wirklich, wirklich schlimm, sich anzugucken. ein Trauerspiel. Conker, ein Trauerspiel. Jetzt verstehe ich erst, woher die Probleme mit Dark Souls kommen. Wo ich sehe, wie Tom sich mit normalen Spielen anstellt. Es erklärt so vieles. Weißt du, von wegen Dark Souls ist schwer. Ja, das ist es einfach. Ich bin's einfach. Und dazu diese Happy-Go-Lucky-Musik. Also dann wirklich einfach rennen. Oder? Nee, doch. Ich glaube, es ist einfach rennen. Ich habe gerade überlegt, ob man die zuerst erledigen muss, aber ich kann mir fast nicht vorstellen. Auf jeden Fall sind sie jetzt da oben. Nee, vor allem sind es Charaktere, die du noch brauchst. Also, versuch doch mal zu schlagen. Ich glaube, du triffst sie auch nicht. Nee. Ganz im Sprung? Nee, dann einfach wegrennen damit. Wow. Es gibt ja auch gleich so Verfolgungsmusik. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Genau, die Verfolgungsmusik. Ja, man, die kennt sofort. Ach, guck mal, der Honig, der da so schön runtertropft.
Irgendwie, ich meine, gibst du dir Mühe, dieses Spiel zu sexualisieren? Bitte? Gibst du dir Mühe, dieses Spiel zu sexualisieren? Was der Honig, der da runter tropft. Ach so. Ja. Übrigens auch eins, was mir gerade auffällt. Was denn? Das hab ich ganz vergessen. What? But of course. Das ist cool. Eat that, Mother Butter. Sehr gut. Ah, das ist echt. Also, man kennt ja Conker's Bad Fur Day für einige Szenen darüber hinaus, ob man es gespielt hat oder nicht, aber allein jetzt sind ja schon so viele gute Gags drin. Ja. Man merkt halt wirklich, das war so die Zeit, in der sie wirklich die Schnauze voll hatten von diesen cutesy-wootsy-Knuddel-Charakteren, ja, und dann einfach genau. Mal gesagt haben, wir machen was, was einerseits total knuddelig ist, aber andererseits halt zum Brüllen komisch und, naja, Maschinengewehre in Bienennestern, Alter. Die hat sich an wie Miss Piggy, fällt mir gerade auf. Ein bisschen. Somebody call for Geld. Me. Rauchendes Geld. Dieses Grinsen ist sehr gut. Yeah. Cash prizes. Okay, erste Quest erledigt. Yeah. Also was ich gerade sagen wollte, mir fällt gerade so auf, dass es auch eines der wenigen Spiele in dieser Generation, wo die ganz ohne Interface ausgekommen sind. Mhm. Ja, bis auf die Schokoladen-Lebensenergie, die eingeblendet wird, wenn ja, genau. Sie gebraucht wird. Aber ich glaube, da kannst du noch nicht lang. Ja. Sieht einfach nicht so aus. Oh, Tom stirbt gleich. Ein Leben. Tom stirbt gleich. Das ist super. Ihr seid auch schon so weit. Ha! Wir haben nie bestritten, dass Musik catchy ist. Ach, ich muss gerade da na, ich will nicht so bär, reich. Ach, dann, ja. Oh, irgendwas muss man mit denen machen. Ich weiß nur, dass ich dann lange nicht vorbei. Ah, nee, okay. Doch nicht. Alter, ich mir gern. Möchte ich. Kommt einfach aus dem Nichts. Oh, hi there. Right. What seems to be the problem? Oh yes, you need manual, otherwise that doesn't work. Money, it costs you. Oh, how much? Got any Pepsi Pox? What? Don't matter. Actually, I think $10. Long time. You love manual, long time. Da nicht das Geld sind. There you go. Hast du das Geld in den Augen? Das ist auch so gut. Manual. Just press B. Es gibt nicht viele Spiele, die so aussehen und gleichzeitig aber Anspielungen haben an Full Metal Jacket. Ich bin nicht gefurzt. Come here. Come on. I wanna go back in there. Hurry. Und das Geld wieder. Okay. Suit me. Ich komm einfach zu dir zurück gerannt. Und was wir dann machen, sehen wir beim nächsten Mal. Pff.